Willkommen zurück zu Man of Medium, dem Kurators Cut Modus. Wir spielen also alles nochmal in verschiedenen Perspektiven mit dementsprechend verschiedenen Entscheidungen wieder. Ja, ich habe auch noch ein paar Informationen für euch, die werde ich nebenbei mit runterrattern, wenn ich gerade mal Minuten habe. Aber ich möchte jetzt keine paar Minuten Zeit haben. Ich möchte jetzt aber keine Zeit verschwenden. Denn wir reden mit Julia, so wie wir es eigentlich sollten am Ende des letzten Parts. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Siehst gut aus, Jay. Nur der Anzug stört etwas. Hey. Du redest davon meiner Schwester. Und wie? Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Wie läuft's? Howdy. Hätte nie gedacht, dass man sich direkt so mit jemandem verbunden fühlt. So von Anfang an. Synergie. Weißt du? Was haben die denn bloß? Ein ganzer Ozean wartet auf sie und die sind immer noch an Deck. Ich scheuch sie von Bord. Hey, nicht so trödeln, ab ins Wasser! Vielleicht gehen die tauchen und wir sehen quasi diese Tauchszenen nicht. Also ich habe ein paar News für euch, denn ich bin ein bisschen schlauer geworden wegen dieser Reihe. Ihr wisst ja, die Serie heißt The Dark Pictures und das Spiel Man of Medan. Und es wird insgesamt 8 Spiele in dieser The Dark Pictures Reihe geben. 8-mal solche Horrorfilme. Horrorfilmspiele, sagen wir es so. 8 Stück. Und jedes Jahr sollen 2 rauskommen, der nächste Teil aber nie, wir wissen erst 2020. Schade drum, aber Hoppla. Naja. Alles gut? Mehr oder weniger? Wahrscheinlich eins immer in der ersten Jahreshälfte und das andere dann in der zweiten. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, als Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Wow, das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Ich habe mich zwar im letzten Part am Ende noch aufgeregt, dass das Spiel zu kurz ist, aber... Ich muss mich korrigieren, weil sonst hätte ich jetzt keine Lust, nochmal den Kurators Cut zu spielen. Bin ich ehrlich, wenn ich nochmal 6 Stunden spielen müsste... Boah, war das knapp. Gerade hey, noch so. Vorsicht. Kann gefährlich sein. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich den Skillcheck ja verkackt, weil er eben so plötzlich kam. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken, heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft! Ist doch unglaublich! Ein Traum wird wahr! Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los! Vorahnung freigeschaltet. Den tiefsten Tiefen. Ich weiß nicht mehr, was ich im Original hatte, was nicht. Kam mir nicht dieser Jumpscare-Fisch? Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Ich glaube, das wäre die erste Notiz gewesen. Ne? Die hat uns ja gefehlt. Nein.
Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Wie gesagt, das meiste ist neu, nicht alles. Mein Gott! Er hält was fest? Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ja. Ist doch schön warm. Wenn man weiß, was passiert, ist es natürlich weniger gruselig. Man hätte sich erschrecken können, habe ich ja auch. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Ich fasse es lieber nicht an. Weil, als ich das beim Originalspielen gemacht habe, ist ja das Ding hier abgefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte oder hat. Oder muss ich das? Ich glaube, ich muss das. Sieh mal, im Bombengestell hängen eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Ja, aber ich hab doch schon alles. Er hält was fest? Ach, das hat man schon. Das Ding ist, zu dem Fahrer nach vorne kann ich nicht. Aber war es das wirklich schon? Ich weiß es nicht. Er hält was ja, fest. Nein, ich wollte das nicht. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Klar. Warum nicht? Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas?
Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Sorry. Ich habe gerade ziemlich viel um Nein. die Ohren. Ah, ich wollte das andere sagen. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ich werde diesmal nicht nach dem Schiff fahren. Duke of Milan, 20 Meilen nördlich der Küste. Over. Wir hören. Was können wir tun? Over. Bitte Wetterbericht für meine Region. Over. Schwere Sturmfront zieht aus Nordwest in ihre Richtung. Gewitter. Windgeschwindigkeit 21 Knoten. Beobachten. Wir werden morgen vorbeikommen. Over. Ja, wow. Danke für die Warnung. Wir kriegen das schon hin. Over. Siehst du, ich kann gar nicht danach fragen. Kann ich damit interagieren, wenn das letztendlich trotzdem nur rumliegt? Alles senkrecht? Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Blöderweise gehört Charme nicht dazu. Ah, mein Charme ist wie ein Boomerang. Er ist daneben und erwischt dich dann von hinten. Du bist platt. Was für ein Unsinn. Ich muss auf die Taucher achten, aber das hier können wir später gern noch weiter fortsetzen. Privat und mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Privat? Du, ich, wir zwei ganz allein in einer heißen und tiefgründigen Debatte? Ein kühles Gebräu habe ich freigeschalten. Als Achievement. Verschwende so viel Zeit eigentlich, ne? Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Oh-oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Muss ich doch noch irgendwas machen können? Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden.
Wo sind Sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich Sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur, aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Liz, da vorne, ein Boot. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs. Ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Wir hauen ab. Los! Wir brauchen wohl kein Geld. Du Vollidiot! Was? Sie sind weg, oder? Du bleibst trotzdem ein echter Vollidiot! Danke, Conrad. Klingt bei dir aber komisch. Du bist das Letzte, Conrad. Nee, das kann doch gar nicht sein. Nicht das Letzte. Ich bin das Beste. Dass sie das Boot kapern, ist doch eigentlich erst der Grund, dass wir auf dem Schiff landen. Was denn? Ich bin wirklich sprachlos. Tja. Wenn dir noch was einfällt, ich bin da und flirte, was das Zeug hält. Hashtag Zwinker. Okay, sie kommen jetzt wohl wieder rauf. Und dabei hatten wir es doch gerade so schön. Zünden wir den Grill an. Oh, nimm mich. Ich bin dein Grilljunge. Anzünden geht klar. Den Jungen schmink dir mal ab. Mist. Ach, das war die Explosion. Oh. Sorry, Fliss. Echt jetzt. Verdammt! Ist meine Schuld. Mein Boot, meine Schuld. Hey, JJ, keine Panik. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja. Das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Sie
Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die Sie bestimmt später bereuen. Der sagt ja auch komplett anderes manchmal. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Ach, das ist die Kamera. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja. Reden. Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Oh. Oh, jetzt hätte ich vielleicht doch was sagen müssen. Sorry. Ich wollte euch nicht stören. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Was ist denn hier unten los? Nichts, keine Sorge. Wir holen nur Bier. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Ich freue mich für euch. Ich kann es noch gar nicht glauben. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht... so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft wirst. Bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Bro. Was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kann's kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Ich such dann jetzt mal Julia. Ah, stimmt. Julia wollte nach dem Ding gucken. Aber dann habe ich mich ablenken lassen. Warst du eine Freundin? Nicht so meine Stärke. Gar keinen Grund, sich zu schämen. Jeder wie und wo er kann. Ich bin volles Tempo rausgeschlüpft. Mama hat's fast umgehauen. Igitt! Typen machen zu viel Wind darum, Mädels zu kriegen. Ja, was ist denn schon an Mädels dran? Ich raff das nicht. Naja, sie sind echt gut im Bett. Ich sag nur eins, lass es einfach geschehen, ohne Druck.
Bist du in einer Beziehung, Conrad? Nur weil du zwei Erwachsene gesehen hast, die einvernehmlich die Gesellschaft des anderen genießen, ist das keine Beziehung. Aber du solltest erst mal probieren. Lass dir mal Haare wachsen. An den Eiern. Genau hier. Okay, sie hat's gefunden. Hey, immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Dekompressionskrankheit. Nerd. Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheiten. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach komm schon, niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben. Und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank.
Ha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. So. Ich denke mal, das reicht jetzt an der Stelle. 32 Minuten ist eine ordentliche Zeit. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Beim nächsten Part geht es dann weiter mit Man of Medan. Im Kuratos Cut Mode. Bis dann. Ciao.